die Nachrichten gesehen? Was, das mit Rob? Offenbar habt ihr zwei einen Schaden von $3 Millionen angerichtet. Der Typ lebt eben im wahrsten Sinne im Glashaus. Oh yeah! Ich hab was Cooles! Ben! Und das wäre? Wurde aus sein schmutziges Geld aufbewahrt. Deine Taktik ging also auf. Hier wurde Kais Handy hingebracht. Dors Firmenzentrale. Die Bude ist eine Festung. Wir reden hier von Privataufzügen, kugelsicheren Fenstern und jeder Menge... Das Gebäude kenne ich. Ist auf dem Foster Key vor der Küste von Miami. Und hier ist ein Auftrag für einen Tresor, der vor 6 Monaten in der Penthouse Suite installiert wurde. Okay. Und weiter? Dicke Stahltür mit Kombinationsschloss und Magnetversiegelung. Also sprengen wir ihn. Ah, dafür bräuchtet ihr so viel Sprengstoff, dass das Gebäude platt wäre. Also sprengen wir nicht. Oder doch? Ich kannte mal welche, die hatten einen Autodialer, einen Safe-Knacker-Roboter. Sie nannten ihn den Brecher. Die Dinger sind ultraschnell. Die können jeden Kombinations-Safe knacken. Ruf an. Wir leihen ihn aus. Schon passiert. Müssen ihn nur abholen. Ha! Huh. Ungewöhnlich für einen Safe-Knacker. Hast du echt mal hier gelebt? Ja klar. Nach der Army war ich durch den Wind. Naja, fand hier einen Freund. Und blieb erstmal hier. Unter der Dusche, hm? Sehr lustig. Was warst du in der Armee? Datenspezialist. Man macht sich eben nützlich, klar. Versuch du mal in einer Wirtschaftskrise als unehrenhaft Entlassener einen normalen Job zu kriegen. Lange Geschichte, Mann. Bin abgehauen. Und wie lange? Eigentlich bin ich immer noch flüchtig. Wie sieht's mit dir aus? Was ist deine Story? Oh! Marcus! Dune! Oh. Du bist fett geworden. Was? Und du bist ganz schön lecker geworden. Ach, hör auf, wenn ich nicht so voll Staub wäre, bräuchte ich Sonnenschutzfaktor 5800. Sorry, das ist der Freund, von dem ich dir erzählt habe. Hi, ich bin Nick. Na, hallo, Mr. Nick. Du siehst gut aus. Danke. Also hast du den Safe-Knacker oder nicht? Nein, wir müssen ihn im Lager abholen. Oh, im Lager? Ich dachte, wir würden, Ist dein Vater da? Mann, der ist nicht mehr sauer auf dich. Sicher? Der macht nicht gleich den Shampoo auf, wenn du kommst, aber... Tja, dann holen wir ihn wohl ab. Ey, habt ihr Bock zu fahren? Klar, warum nicht? Geil, Mann! Genau, vielleicht eine Überraschung. Du musst nach rechts, Nick. Zum Lager fahren. Na, dann machen wir das doch. Fahren wir mal ein bisschen zum Lager. Oh, ich möchte dich mal richtig hinsetzen, dann kann man nämlich und, den weiter. Was treibst du jetzt so? Wie immer. Hier oder auswärts? Meist auswärts. Wo muss ich hin? Folg der Straße, ich sag dir dann Bescheid. Macht dir die Arbeit Spaß? Mir macht die Kohle Spaß. Was machst du so, Nick? Mit Boomer arbeiten. Oh, und das klingt nach Spaß. Echt aufregend. Wie geht's deinem Dad? Hat er immer noch seine scheiß Waffe? Marcus, die Welt dreht sich doch nicht allein um dich. Er hat's längst vergessen. Hey, ich muss wissen, was mit euch beiden los ist. Naja, wir... Marcus und ich waren sehr verliebt. Das hat meinem Dad nicht gefallen. Dann rate mal, warum. Als Marcus uns damals verlassen hat, wollte er... Dich mitnehmen. Mich entführen, sagte mein Dad. Was echt total romantisch war. Aber mein Dad war sauer, deswegen denke ich... Zeig ihm mal dein Armband. Oh! GPS. Hm. Er weiß immer, wo ich bin. Das ist nicht so gut, glaube ich. Super. Ja, ich glaube, für die Musik gibt es wieder ein bisschen Ärger. Na gut. Gott sei Dank haben wir nicht so viel Fahrerei wie bei GTA zum Beispiel. Scheint ein Hitzkopf zu sein, dein Dad. Er war im SEAL Team 6. Er war nicht im SEAL Team 6. Und wegen diverser Probleme mit der Tyrannei der sozialistischen US-Regierung hat er mit anderen Patrioten eine Gemeinschaft gegründet. Patrioten? Sind die bewaffnet? Waffen ohne Ende. Nick, schon gut. Ich kenne die Leute. Die meisten sind Hippies. Naja, deine Hippies sind alle weg. Was? Wohin denn? Einfach weg. Ups.
zum Lager fahren. Einsatz abgeschlossen. Schau an, schau an. Marcus Boone, der verlorene Sohn und so weiter. Hey, Mr. Alpert. Danke für dieses Treffen. Das war den Namen habe ich doch schon mal gehört. Und du bist sicher Nick. Boomer sagt, hier gibt's einen Apparat, der jedes Kombinationsschloss knacken kann. Aber sicher doch, Nick. Hab nur noch ein wenig Geduld. Nick! Mendoza, stimmt's? Oh! Sieh an, sieh an. Und schon wird's ernst. Mein Dad überwacht meine Anrufe. Ja, etliche Leute wollen mit dir sprechen, Mendoza. Zum Beispiel dieser Typ aus L.A., Stoddard. Sagt, er zahlt 250.000 für dich. Lebend. Er ist gerade unterwegs hierher. Ernsthaft? Die hat uns verraten, die Alter? Warum bringen wir nicht Mr. Mendoza und Marcus rüber in die Präsidenten-Suite? Hey, du hast gesagt, nur Nick. Marcus ist hier nicht willkommen. Das war er nie. Oh, Baby, es tut mir so leid. Holt sie von diesem Arschloch weg, bevor ich kotze. Und Marcus, um eins klarzustellen. Hautfarbe spielt keine Rolle. Meine Abneigung ist rein persönlicher Natur. Wer glaubt, wer glaubt. Ich habe relativ gute Neuigkeiten. Ach nee. Wo ist der Herr? Dune hat ihn mir zugesteckt. Dune, die uns reingelegt hat. Dune, die dich reingelegt hat. Die ist da eigentlich ganz nett. Ja, klar. Okay. Bleib hinter mir. Na klar, nur zu. So, aus Silo entkommen. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Da hast du völlig recht. Was zur Hölle ist das hier? Raketensilo. Mitte der 90er stillgelegt. Na super. Bitte sag mir, dass Albert keine Atombombe hat. Wir haben keine Atombombe. Soweit ich weiß. Gute Nacht. Hier. So, eine Waffe haben wir, Gott sei Dank, jetzt auch. Aber leider nicht unsere. So, dann machen wir uns mal auf. Los, wir müssen die Luke finden. Das heißt, wenn nötig, dürfen wir keine Kugeln verschwenden. Der Typ ist ziemlich groß und wahnsinnig, würde ich mal so spontan behaupten. Psst. Warte hier. Unser Handy haben wir auch nicht.
So, mein Freund, du bist jetzt erstmal festgenommen. Aber Handschellen haben wir noch. Wie gesagt, solange wir hier... Du hast keine Munition. Super. Ich mochte diesen Marcus eh noch nie. Kleiner Klugscheißer. Unfassbar, dass ihr jemals solche Arschgeigen am Start hattet. Mann, die hatten ja alle... Die Leiche natürlich sehen. So viele sind jetzt nicht mehr. So, ist da noch einer dort? Perfekt. Hey, einer der Idioten hatte meinen Scanner. Sehr gut. So, haben wir jetzt irgendwo unsere Waffe? Es sind 6 Stück. Alleine hier. Okay, im Wohnwagenpark gibt es insgesamt noch mehr. Also sind wir noch nicht so ganz raus aus der Nummer. Leiter. Da können wir raus. Na, dann machen wir das doch mal. Okay. Aus Silo entkommen. Einsatzziel abgeschlossen. Ja, geil. Wir haben noch mehr Freunde. Okay. Glaube zumindest. Wir müssen unsere Sachen holen. Was? Bist du krank? Lass uns verschwinden. Hey, wenn Stoddard sie findet, sind Kai und Tyson geliefert. Okay, das ist zu riskant. Shit. Okay, wie soll das gehen, Mann? Da wimmelt's vor Elperts Leuten. Ja. Auf der linken Seite müssten wir reinklettern können. Okay, Moment. Oder wir könnten da rechts unter dem Zaun durch. Tja, oder wir greifen frontal an. Wenn's okay für dich ist. Tja. Du gehst vor. Ich bleib hinter dir. Dachte ich's mir doch. So, check mal. Los jetzt. Ja, ja. Komm. Du bringst mich echt nach oben, Mann. Da ist noch jemand? Warte mal, der... Geh zu dem Trailer. Wer ist das denn? Jim Preston. Sollen wir den festnehmen oder was? Jo. Hier ist per Haftbefehl gesucht. Boah, da sind noch ein paar Leute. Der ist okay. Da ist noch einer. Mein Funkgerät. Ich versuche, du zu erreichen. Scheiße, hast du keine anderen Freunde? Nicht hier. So, wir haben jetzt ein bisschen Überblick, was wir machen müssen. Da vorne ist Strom. Ich war's. So, hier ist wahrscheinlich nichts, ne? Ach, wisst ihr was? Das ganze Ding gehen wir in der nächsten Folge an. Bis dahin.